Hi Captain, wir alle wissen, wie schwierig es ist, wenn man durch eine Verletzung rausgerissen wird. So wie du für uns da bist, werden wir natürlich auch jederzeit für dich da sein. Wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass du schnellstmöglich wieder da bist. Gute Besserung natürlich auch von hier an unseren Captain und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Werder TV Inside. Was für eine bittere Nachricht und das alles wegen dieses Zweikampfs. Die Diagnose, ein Riss des Syndesmosebands. Ja, ich kann euch leider dazu wenig sagen, weil ich kein Arzt bin. Ja, aber wie lange wird er denn ausfallen? Also wird das diese Saison noch was? Nein, also die Hoffnung haben wir jetzt erstmal nicht. Also wir müssen da wirklich von einer Ausfallzeit von 3 Monaten ausgehen. Insofern hat sich das für die Saison dann erledigt. Sehr, sehr wahrscheinlich ist es ja immer dann auch natürlich ein Fünkchen Hoffnung an eine Wunderheilung vielleicht auch da. Puh, also Wunderheilung klingt jetzt auch nicht nach klassischer Medizin. Ja, ich kann euch leider dazu wenig sagen. Ja, ich weiß, weil du kein Arzt bist. Aber Spaß beiseite, eine schlimme Verletzung und das musste auch Johannes Eggestein feststellen. Der hat sich einen Anriss in eben diesem Band zugezogen und wird damit ebenfalls mehrere Monate ausfallen. Hochbetrieb also für Ärzte und Physios. Da hätten wir Junuzovic Slatko, Rückenprobleme erst seit gestern im Mannschaftstraining. Pizarro Claudio, individuelles Training aufgrund von neuronalen Störungen, die dann in die Muskulatur ausstrahlen. Außerdem Dauerpatient Bargfrede Philipp, auf dem Weg der Genesung nach Beckenproblemen, wieder im Mannschaftstraining. Delaney Thomas, Schleudertrauma mit Gesichtsfraktur, seit Dienstag im Mannschaftstraining, allerdings mit Maske. Abschließende Diagnose folgt. Vielleicht heute oder morgen, wenn ich weiß, dass, when I know how I react to the training. Ob das für morgen reicht, müssen wir abwarten. Ja, vielleicht weiß Dr. Lamine Sané, wie die Chancen stehen. Von Sieg. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Den hat der Doc bei Serge Gnabry leider schon gesenkt. Mit Knieproblemen fällt unsere Nummer 29 gegen Leverkusen leider aus. Ja, extrem bitter, weil er eben nicht nur unser bester Torschütze, sondern auch ein Garant für Auswärtstore ist. Auch wenn es Serge Gnabry im Moment wahrscheinlich nicht so gut geht aufgrund dieser Verletzung, wissen wir, er fühlt sich in Bremen pudelwohl. Vom Bremer Viertel schauen wir nach Leverkusen. Und da sehen wir für das Spiel besondere Vorzeichen. Ja, sicherlich gibt es mehr Fragezeichen. Allerdings bereiten wir uns so akribisch auf das Spiel vor, wie bei jedem anderen Spiel auch. Und im Klartext heißt das? Wir werden da auf eine Mannschaft treffen, die mit Sicherheit dann aufgrund des Trainerwechsels mit Sicherheit da auch nochmal neue Impulse bekommen hat und dann natürlich auch sich in einer anderen Art und Weise vielleicht auch präsentieren wird. Ja, aber ich würde schon noch gerne ein bisschen über den Trainerwechsel in Leverkusen sprechen. Ehrlich gesagt beschäftige ich mich damit gar nicht. Also Leverkusen ist nicht meine Baustelle, ob wir jetzt einen neuen Trainer haben, einen alten Trainer haben. Frage beantwortet. Ja, okay, Alex. Max soll sich ja eh am besten aufs Toreschießen konzentrieren. Und wir haben ja mit diesem bisschen Wind eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich schaue für alle Infos zu Leverkusen einfach in unseren Ausguck. Da sitzt heute Alina Wiedenmann. Hallo liebe Werder-Fans. Am morgigen Freitag spielen wir gegen die Werkself aus Leverkusen und haben die Chance, uns bis auf 2 Punkte dem Gegner in der Tabelle zu nähern. 4 der letzten 5 Partien gegen Leverkusen konnten wir für uns entscheiden. Und auch der Trainerwechsel von Roger Schmidt auf Taifun Korkut sollte uns keine Bauchschmerzen bereiten.
Denn von 36 Malen, wo der Trainer vor unseren Spielen geändert wurde, haben wir 12 Spiele unentschieden gespielt und sogar 17 gewonnen. Max Kruse ist ebenfalls auf einem super Niveau und wird auch morgen wieder treffen. Ich rechne fest mit einem 3:1 für uns. Danke, Alina. Und damit das auch klappt, hat unsere Mannschaft diese Woche Unterstützung bekommen. Izet Hajrovic war zu Besuch in Bremen. Wir haben uns riesig gefreut, ihn jetzt nach einer längeren Zeit mal wieder zu sehen. Ist voll im Plan. Sieht sehr gut aus, hat sich gut entwickelt und ist einfach jetzt auch mal wieder ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern, bei der Mannschaft zu sein, tut ihm auch gut, gibt ihm auch Motivation, Inspiration und ist voll im Plan. Ja, und zu diesem Plan gehört auch eine Spezialausgabe Butter bei die Fische. Also Izet, dann mal Butter bei die Fische. An Krücken oder ohne Krücken? Ganz klar ohne Krücken. Schmerzfrei oder schmerzschrei? Schmerzfrei. Was trägst du gerade im Training? Laufschuhe oder Fußballschuhe? Im Moment noch Laufschuhe, aber das wird sich dann bald ändern. Mit Bart oder ohne Bart? Bisschen Bart muss sein, das heißt mit Bart. In Bremen oder in Belgrad? Zwei verschiedene Städte, ne? Ich fühle mich aber in Bremen wohler, muss ich ehrlich sagen. Und wo bist du gerade? Bremen oder Belgrad? Jetzt im Moment in Belgrad noch. Kurz hier in Bremen jetzt. Mitte April bin ich dann wieder zurück. Und die Rückkehr ins Training? April oder Mai? Ja, ich würde sagen, um ehrlich zu sein, lieber im Mai. Letzte Frage. In Leverkusen, Sieg oder Niederlage? Ganz klar Sieg. Was anderes gibt's nichts. Eine ausführliche Folge Butter bei die Fische gibt es mit Izet dann, wenn er wieder fit ist. Aber gewinnen ist das richtige Stichwort, denn wir kommen zur Auflösung von unserem Gewinnspiel. Die richtige Antwort war übrigens Niklas Moisander und Clemens Fritz. Das Los hat entschieden, die Gewinnerin dieses originalen Bundesliga-Spielballs ist Monique Prescher. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst eine Mail von uns und diesen Ball. Für alle anderen, nicht traurig sein, morgen Abend sind wir hoffentlich alle Gewinner. Tschüss.